So, herzlich willkommen bei Kultcast zu unserem neuen Video und heute ein ganz geiles Teil. Ein 1948er Ford F1 Restomod High Performance. Ein Truck, der keine Wünsche offen lässt. Ist genau mein Style auch. Von der Technik mega zum Fahren, von der Optik, ne, spricht für sich. Ich glaube, wenn man das Auto hier so sieht von vorne. Er ist komplett überarbeitet worden, komplett neu aufgebaut worden. Und hier mit Komponenten aus alt und neu, das heißt eben Restomod, um Sicherheit, Leistung und Komfort beim Pickup zu verbessern. Im vorderen Bereich die Front, den haben sie nur so 3 Jahre gebaut, die erste Generation vom F1, mit den schönen Chrom-Elementen wieder. Wir haben bei dem Pickup auch ein ganz feines Pinstriping, sieht man hier an der Haube, hier in dem mittleren Bereich. Ist alles mit der Hand gemalt, auch die seitlichen Linienführungen, das geht dann durch den ganzen Pickup durch. Wir haben den markanten großen Chromgrill im vorderen Bereich und auch eine lackierte Stoßstange. Das Standing vom Auto, wenn man jetzt die seitliche Silhouette nimmt, ist natürlich unglaublich. Ja? Wir können bei dem Auto die Höhe einstellen, der hat ein Luftfahrwerk, also ein Airride, wo man die Vorderachse und die Hinterachse einzeln steuern kann. Dadurch hast du eine unglaublich geile Optik und natürlich auch einen super Fahrkomfort. Wir haben hier im vorderen Bereich Felgen von der Firma Jack mit Ford-Schnellverschlüssen. Das Ganze pulverbeschichtet, finde ich auch sehr geil von der Optik. Wir haben hinten drunter, das sieht man jetzt hier nicht ganz so gut, aber die Sättel kann man erkennen, eine Scheibenbremsanlage vorne. Und vom Aufbau her auch mit der modernen Hinterachse, eine 8 Zoll Hinterachse und vom Mustang 2 die Lenkung und das Fahrwerk. Ne? Ist natürlich ein ganz anderer Komfort als wie damals die Pickups von 1948. Das Ding ist sehr schnell, sehr komfortabel und macht halt richtig Fahrspaß. An die Türen, wenn man hier weitergeht, ist es handgemalt. Ne? Auch hier finde ich einen sehr coolen Style, auch mit dem Indianerkopf. Alles mit der Hand gezogen. Ja, das ist eine feine Arbeit, die heute nicht jeder mehr kann. Schön auch hier die Edelstahlverblendungen an die Einstiegsleisten. Ja, ist normalerweise auch nur Metall. Hier nochmal in Edelstahl überarbeitet. Und ganz markant, und was auch einen Hammer-Sound macht, das werdet ihr dann später im Video hören, ist die Vierrohr-Auspuffanlage. Also wir haben links und rechts jeweils zwei seitliche Auspuffführungen mit einem unglaublich geilen V8-Sound. Also finde ich persönlich absoluter Hammer. Selten so ein Truck mit so einem geilen Sound gehört. Auch hier eine richtig schöne große Felge an der Hinterachse, ne, damit es hier schön abschließt. Und auch wieder, wie man es von vorne schon gesehen hat, seitlich die feine Linienführung mit der Hand gemalt, dieses Pinstriping. Was wir jetzt halt optional haben, wir haben es auf die Bilder noch nicht drauf gehabt, das ist hier an der Seite die Reling, auch individuell gemacht, in Kirschholz, so wie die Ladefläche auch. Da können wir gleich mal reinfilmen, auch mit ein paar schönen Emblemen. Ich finde es einen coolen Style, macht das Ganze irgendwie harmonischer mit der Laderaumabdeckung jetzt halt hier. Können wir mal reinfilmen, da haben wir eine schöne Alupaneele, auch wieder mit Kirschholz. Dann haben wir hier Differentialabdeckung, hinten drunter kann man auch mal vielleicht hier zeigen, das ist der Tank. Mit einem Schnellverschluss, auch in Aluminium bzw. Edelstahl gebürstet, auch die seitlichen Verblendungen. Schaut natürlich mega aus. Ne? Die Coca-Cola-Box auf der Ladefläche. Das ist nicht nur eine Box zur Optik, sondern da ist die Batterie integriert. Finde ich ein gutes Gimmick. War eine tolle Idee, also muss man auch erst einmal drauf kommen. Und auch hier wieder schön an der Kabine, an der Rückwand, sieht man wieder das Pinstriping, was mit der Hand gezogen worden ist. Ja. Ein feines Element auch hier im hinteren Bereich sind die LED-Rückleuchten. Am Ladebett, sehr modern, schaut auch richtig cool aus beim Fahren. Und auch hier wieder vom Heckdeckel ebenso die schönen Verzierungen, alles mit der Hand gemacht. Bilder von unten bzw. vom Aufbau vom Auto, das machen wir euch wieder ins Video mit rein, damit man sieht, wie das Ganze aufgebaut ist von unten, ist auch hier ganz fein gearbeitet. Action! Und jetzt sind wir hier im Innenraum. Style für sich, ne? Also ich finde es mega. Die Sitze in Schlangenlederoptik, ja, das ist ein eigener Style, finde ich mega, mit Einzelsitze. Natürlich hier alles mit Teppich verkleidet,
Das wurde ja im Zuge der Restauration alles neu gemacht. Einen besonders coolen Schaltknauf hier mit dem Totenkopf obendrauf, auch ein witziges Gimmick. Ansonsten hier von Classic Instruments haben wir die sinnvollen Instrumente, die man braucht. Auch mit Zusatzanzeigen für Öldruck, Wassertemperatur und Batteriespannung. Und hier unten links, das sieht man jetzt in der Kamera nicht, aber da haben wir noch mal ein kleines Bedienelement, wo man die Hinterachse und die Vorderachse individuell in der Höhe verstellen kann. Ein recht kleines Lenkrad in Wurzelnuss, ist aber auch praktisch, weil man sieht es im Innenraum, gut, ich bin jetzt 1,93 groß, dann hat man hier auch ein bisschen Bewegungsfreiheit beim Fahren. Und die Lenksäule ist auch von der Höhe zu verstellen, das kann man wunderbar sich für sich individuell einstellen. Und hier unten drunter haben wir noch ein paar Kippschalter, einmal für die Benzinpumpe, dann für den Luftkompressor. Hier haben wir noch zwei Blinde, wenn man mal was zusätzlich mit anschalten will oder was bestücken will. Und auch eine Dombeleuchtung hier im oberen Bereich. Das ist auch ganz schick gemacht, auch individuell eingebaut mit Boxen und oben auch nochmal das Soundsystem. Oben haben wir auch noch ein Drehzahlmesser, wenn man da drauf schauen will, dann hat man ja auch das ein bisschen besser im Überblick. Ja, die Verblendung hier unten auch nochmal von der Lüftung ist auch nochmal in Chrom gemacht worden. Also insgesamt im Innenraum sehr geil. Ne? Und was auch individuell ist bei dem Auto, das finde ich auch ganz cool, da kann man mal drauf drücken, das ist die Voltensupe. Ne? Die macht auch Laune, oder? Und jetzt kommen wir zum Herzstück. Eigentlich ein unglaubliches Highlight auch, was leider unter der Haube ist, was man eigentlich gar nicht sieht. Aber ich glaube, wenn man da mal reinfilmt, da ist alles gesagt, da braucht es auch gar nicht viele Worte. Das ist ganz individuell gebaut, schaut wunderschön aus. Oben mit einem Luftfilter, das ist eine Einzelanfertigung, den konnte man so gar nicht kaufen. Extra für das Auto konzipiert. Wir haben drunter einen Edelbrock-Vergaser. Wir haben oben sehend einen Bremskraftverstärker, dual wiederum mit einer Scheibenbremsanlage hier vorne. Wir haben eine Servolenkung. Wir haben einen Aluminiumkühler. Wir haben einen Aluminiumüberlaufbehälter. Die Alu-Pull-Offs, die großen. Wir haben Ford Racing Ventildeckel, die schönen Fächerkrümmer seitlich, wo man hier sind, sieht. Malaroy elektrische Zündung und das Ganze unglaublich klar strukturiert im Motorraum, da stehe ich drauf. Man macht es auf und ist ein Kunstwerk für sich. Ne? Also ein absoluter Traum. Hängt super am Gas, läuft super, das ist ein 5,7 Liter V8. Ein Ford Performance Motor mit feinen Innenleben. Ja. Da kann man schön reinfilmen. Ne? Ein ganz tolles Teil. Ja, ich denke, jetzt habt ihr mal insgesamt alles gesehen. Jetzt machen wir euch gleich noch ein paar Fahraufnahmen, damit ihr mal ein bisschen an Sound und Emotion bekommt. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns ein Like da, gebt uns gerne einen Kommentar, gebt uns ein Feedback. Und ich freue mich aufs nächste Video und danke fürs Zusehen. Bis bald.